Ja, Judentag. Ich bin's wieder, Ihr Manfred, der Busfahrer Ihres Vertrauens aus Eisleben. Mein Name ist Manfred Schuster. Ich werde mich nachher auch nochmal den anderen Fahrgästen zur Verfügung stellen. Nee, vorstellen nennt man das. Ja, das ist unser Bus. Ich habe keine Ahnung, wir sollen hier angeblich in Hamburg sein. Wieder mal. Ich habe Erinnerungen. Hey, du da, gibst du mir das? Sag mal. Hey, du da, gibst du mir das? Mann, kriege ich jetzt mal meinen Fahrschein? Uiuiui. Ja, wie fahre ich wohl? Ich fahre Bus, Junge. Warum steht denn da ein Bus auf dem Fußweg? Sagen Sie mal, was ist denn hier los? Warum steht denn hier ein Bus auf dem Fußweg? Da hat sich aber einer ganz schön vertan. Na, so, hallo? So, ich kann es leider nicht weiter mit meinem Gewissen vereinbaren, mit so einem komischen Bus weiter Leute zu transportieren. Deswegen lasse ich alle Türen zu und beende hier die Fahrt. Döner, Pizza, Salat und Nudel. Kann ich nicht erst einmal eine Mittagspause machen? Ich hätte jetzt schon Appetit auf so lecker Döner. Aber ich komme da leider nicht rüber. Jetzt bin ich hier in irgendwelchem Müll gefangen. Kann ich hier nicht hoch? Sagen Sie mal. Hier. Was? Komm, geh ja da drauf. Oh, geh doch mal da drauf, Junge. Naja, Sie sehen, ich bin jetzt nicht der Sportlichste. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nicht in diesem Leben. So, ja, komm. Oh, Manfred, Mensch. Du altes, fettes Schwein. Die Reifen sind doch auch ein bisschen rutschig hier. Das muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen. So, jetzt bin ich drüben. So, soll ich es riskieren? Ich warte so. Ich nehme einen Meter Anlauf. So, das reicht. Mehr darf ich ja nicht. Ah. Manfred, du bist echt eine Sportskanone. Ja, du hast aber ganz schön abgenommen, Manfred. So, ja, guten Tag. Ich hätte gerne, ach, ich muss ja draußen bestellen, das ist ja hier wegen Corona. Ich hätte gerne einen Döner mit Schaf und Knoblauch. Ich weiß, ich bin Busfahrer und wegen Knoblauch stinke ich halt aus dem Halse, was soll's. So. Ach, das hier nochmal schnell. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hier haben sie 20 Euro behalten, den Rest. So, jetzt muss ich aber wieder irgendwie zurück zu meinem Bus. Na, das ist ja ganz toll. Was denn jetzt? Kannst du vielleicht noch ein Stückchen langsamer gehen? Da gehen wir rückwärts. So. Es ist auf jeden Fall Scania. Also, das ist schon mal ein anderer Bus, als ich damals gefahren bin. So, wie setze ich mich jetzt hier hin? So, ach, gucken Sie mal. Ach, herrlich. So, da wären wir am Hamburger Busbahnhof. Dann hoffe ich mal, dass ich hier irgendwie günstig zum Stehen komme. Dann machen wir mal für die Herrschaften hier die Gepäckluken auf. Sie haben ja doch ein paar Köfferchen dabei. Haben wir hier noch eine? Ne, das ist die Türe. Sie steigen mal schön vorne ein, das sage ich Ihnen jetzt schon. So, jetzt muss ich hier, warten Sie mal, ich bin ja neu hier. Ich mache das heute zum ersten Mal. Einloggen. So, ich logge mich mal in dieses wahnsinnig modern und elektronisch aussehende Gerät ein. So, da sind wir schon. Hamburg-Leipzig, das ist unsere Strecke. Na gut, dann lassen Sie mal verlauten. Wie geht denn das jetzt hier? Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Express-Check-In. So, hier. Das scanne ich ein mit meinem Hightech-Gerät. Sehen Sie, da sind Sie richtig bei mir. So, Sie haben, ich hoffe, ich bin hier richtig, von Hamburg nach Potsdam. Sehr freundlich. Wunderbar. So, der Herr möchte irgendwie, der denkt anscheinend gerade drüber nach, noch eine Karte zu kaufen. So, ja, Sie hier, Potsdam, da sind Sie hier richtig. So, hi. Wo wollen Sie hin? Potsdam, aber natürlich, meine junge Dame. So, der Herr, bin ich hier richtig? Nach Kassel. Ja, ich muss Sie enttäuschen, da stehen Sie hier ein bisschen falsch. Also nehmen Sie es mir nicht übel, aber wegen Ihnen fahre ich nicht extra nach Kassel. Menno! Was? Schere dich weg hier, sonst wäre ich gleich ein bisschen böse. Salut. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Leipzig, aber meine Süße, du bist hier auch sowas von richtig. Das ist genau meine Destination. Tag, das Ticket. Bitteschön. Sehr ja. freundlich. Steig ein. Grüezi. So, na, grüße Sie.
Nach Potsdam soll es gehen. Da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Guten Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Leipzig Hauptbahnhof. Jawohl, der Herr. Und Sie? Grüezi. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nach Leverkusen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Geben Sie mal zu dem Herrn, der nach Kassel möchte. Da können Sie einen Club aufmachen. Der Club der Leute, die wohin wollen, wo mein Bus nicht hinfährt. Also, dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Das würde ich dir raten. Also, je stiften, Junge. Nach Kassel und Leverkusen. Ich glaube, es hackt. Als würde ich hier Umweg fahren, wegen zwei so Hanseln. Hier, gucken Sie mal, Leipzig, Potsdam. Ist das nicht irgendwie verständlich genug? Hier könnte man es vielleicht auch mal dran schreiben. Nur so ein Tipp an den Betreiber dieses Busbahnhofes. Dann würden die zwei Eumel auch nicht an meinem Bus stehen und nach Leverkusen und Kassel wollen. So, jetzt beruhigen wir uns alle, steigen ein, machen die Türe zu. Die junge Dame hat sich genau hier vorne hingesetzt. Die möchte gerne dem Busfahrer ein bisschen über die Schulter schauen. Habe ich den Eindruck? Na? Wird schon so sein, ha? Stehen wir auf Busfahrer, ha? Da sind sie bei mir aber richtig. Ich bin Single. So, hier, das ist ihre Zwillingsschwester. Die steht anscheinend nicht auf Busfahrer. Was ist denn hier? Drillinge kann man hier gleich. Na, gucke an. Ja, hier auch Drillinge. Ja, hier, sie sind das einzige Einzelkind. Haben sich ganz hinten hingesetzt. Da gebe ich Ihnen recht. Hier sitzen immer die coolen Leute. So, dann darf ich mich nochmal kurz vorstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Süße. Herzlich willkommen beim Busunternehmen mit den grünen Bussen. Auf der Fahrt von Hamburg, eine schöne Stadt übrigens, nach Leipzig, auch eine schöne Stadt, haben sie sich wirklich ein schönes Ziel ausgesucht. Mein Name ist Manfred Schuster. Ich fahre seit vielen Jahren Bus. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie lange. Es ist schon eine ganze Weile. Führerschein habe ich in der DDR gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. So, wir fahren von Hamburg über Potsdam nach Leipzig. Ja, wenn Sie Toilette benutzen möchten, die befindet sich hier hinten. Aber bitte nur Nummer 1. Ja, ich habe hier schon mehrfach Leute gehabt, die mussten mal groß. Und ich sage Ihnen, es war kein schöner Anblick. Dresden 45 ist ein Scheiß dagegen. Deswegen würde ich Sie bitten, mit dem großen Geschäft zu warten, bis wir an einer Raststätte angekommen sind. Wir machen eine Pause zwischendurch. Ich kann Ihnen auch sagen, wann. Circa 12 Uhr. Ja, 12 Uhr machen wir eine Pause und jetzt lege ich mal los. Wie gesagt, wenn Sie mal pullern möchten, das können Sie ja nicht tun, aber groß gibt's hier nicht. Das machen Sie selber sauber. So, jetzt läuft der Bus auch. Das ist ein bisschen schwierig hier. So, ach, wir haben sogar eine Rückfahrkamera. Das ist ja fancy. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Sollten Sie Probleme haben, dann behalten Sie es für sich. Denn ich mache keine Probleme. Es ist kalt hier drinnen. Junge, wir haben draußen 28 Grad. Da kann es doch wohl hier drinnen nicht so kalt sein. So, der Herr, die Klimaanlage. Warten Sie mal, ich muss meine Handbremse ziehen. Die Klimaanlage, hier. Stellen wir sie mal auf 22 Grad. Damit der Herr nicht wieder meckert, dass ihm zu kalt ist. Die kleine Mimose, die er ist. So, meine Damen und Herren. Wir haben Hamburg soeben verlassen. Und befinden uns jetzt auf der Autobahn. Auf der A1, um genau zu sein, in Richtung Potsdam. So, die Verkehrsführung hier ist ein bisschen irreführend. Wir biegen mal hier ab Richtung Kiel. Was ist denn das für ein Navi? Wenn ich nach Potsdam will, fahre ich doch nicht nach Kiel. Was war denn das jetzt? Hallo? Na der. Was war denn das jetzt? Ist der nicht ganz glatt oder was? Wie kann der mir denn seitlich in den Bus reinfahren? Das gibt's doch ja nicht. Alter, besoffen oder was? Ich fahre hier nichts Böses an. Auf einmal habe ich einen an der Seite drinne. Was ist denn jetzt hier Phase? Baustelle, ohne vorher ihr Schild aufzustellen. Ich glaube es ja nicht. Alter, und wie eng ist denn das hier? Da muss ich ja wieder voll die... meine Mad Bus Driver Skills auspacken hier. Und dann müssen sie noch mit dem Bulli überholen. Ich glaube es ja nicht. Wie schnell darf ich denn ja eigentlich. Uiu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 
Sehr geehrte Fahrgäste, das war nur ein Test, ob sie auch noch wach sind. Was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir da vorne ein Schild, irgendwas, die rote Sonne. Die Japaner greifen an. Stopp, Polizia. Jetzt wollen sie uns auch noch rausfädeln. Ach nee. Was hast denn du jetzt für Auftrag, Junge? Schon mal was von Spiegel gehört? So, hier stehen sie. Die grüne Minna. Naja, die blaue. So, jetzt ist ja aber hier Tag der Wahrheit. Führerschein, ja bitte, den habe ich ja bei einem Fahrzeugschein auch. Licht, ja sowas habe ich auch. Warndreieck sowieso. Mensch, brauchen sie gar nicht gucken. Warnweste, Standard bei uns. Einer von ihnen war nicht angeschnallt. Raus hier. Fahren Sie mit dem Taxi, fahren Sie mit dem Fahrrad, aber mit mir fahren Sie nicht mehr mit. Nicht angeschnallt. Das kann... Nee. Mädchen, ich hoffe, das warst nicht du. Das würde mir in der Seele wehtun. Sag mal. Noch einmal Angriff der Japaner oder ist es wieder eine Polizeikontrolle? Raststätte Färbelin. Ja, na, ihr müsst es nötig haben, hä? Ich sage Ihnen, wenn jetzt wieder einer von Ihnen nicht angeschnallt ist, der läuft weiter. Also da verstehe ich jetzt keinen Spaß mehr. So, ja, hier, guten Tag, ich kenne das schon. Führerschein, Fahrzeugschein. Licht habe ich an, Warndreieck, Warnweste habe ich auch. Können Sie kontrollieren. Angeschnallte Fahrgäste, hoffe ich mal, 8 von 8. Na, das geht doch. Sehen Sie, es geht doch. Warum denn nicht gleich so? Muss denn der Onkel immer erst schimpfen? Hier, siehst du, bei dir mache ich mir keinen Kopf. Aber hier, ihr drei, ja, wir sind so cool. Wir brauchen uns nicht anschnallen. Ich sage euch, ich noch einmal einen von euch erwische, der seinen Jurt nicht um hat, dem lege ich ihn höchstpersönlich um. Aber nicht um Bauch. Weißt du Bescheid, Junge? So. Vertrödeln wir hier Zeit wegen so Scheiß. Wann müssen wir denn überhaupt eine Pause machen? Vor Potsdam. Ja, da wäre das ja jetzt hier eine Gelegenheit. Anderthalb Stunden zu früh. Mensch. Wenn Sie mit dem Zug fahren, kommen Sie anderthalb Stunden zu spät. Wenn Sie mit dem Manfred fahren, da kommen Sie anderthalb Stunden zu früh. Sehen Sie mal. So, noch ein Stückchen vor. Handbremse. Ein Yang raus, ein Motor aus. Dann machen wir mal ein Päuschen. Da kann jeder mal aufs Klo gehen. Da können sie auch mal groß gehen. Weil hier auf der Raststätte kommt es jetzt eh nicht drauf an, was. Die Türen müssen hier geöffnet sein. Herr Junge, kommen wir mal klar auf dein Leben hier. Bitteschön. Als wäre eine Tür nicht genug. Nee, die Leute kriegen den Hals nicht voll. Es müssen zwei Türen offen sein. So, rasten. Ich raste hier auch gleich, aber aus. Oh, da wird's mal kurz schwarz vor Augen. Sehen Sie mal. Dann wollen wir doch mal gucken, ob sie alle wieder einen Weg zurückgefunden haben oder ob einer ins Klo gefallen ist. Schnucki, du bist auf jeden Fall da. Wie heißt du denn? Smiller Fleischmann. Dein Nachname ist super sexy. So, wen haben wir hier? Selma Hennig. Und ihr drei Coolen hier. Der Lionel. Der Roman und der Damien. Ja, ihr habt aber auch einen passenden Namen. Wenn ihr euch nicht angeschnallt habt, ihr wisst, was passiert. Jurt. Da kommt der Gurt. Sag ich euch, der Kurt mit dem Gurt. So, wen haben wir hier? Die Elea Springer. Die ist auch da. So, Stella ist am Start. Und wer bist du? Der Dario. Mensch, Dario, an Ort und Stelle, da wo die coolen Leute sitzen. Die wirklich coolen, nicht solche Pseudo-coolen wie ihr. Ihr Luschen. Guckt euch doch mal an. Seht ihr alle aus wie aus der Ronny-Familie. Da kratzt er sich gleich da mal. Also, ganz ehrlich, tut das Not? Muss das sein, dass du dich hier vor allen Leuten am Arsch kratzt, Junge? Ja, und dann mit den dreckigen Pfoten auf dem Handy rumtatschen. Junge, ich sage dir, du läufst gleich weiter. Ja, ich glaube, es hackt. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Was Sie denken, junge Dame? Schnucki, warst du das? Sag mal, wie redest du mit mir? Ach, na, weil du es bist, fahre ich jetzt 80.
Aber nur weil du es bist. Naja, 85. Schnucki, wenn du das warst hier gerade, die hier gemeckert hat, also da wird aber aus uns beiden nichts mehr. Das sage ich dir, aber sowas türmt mich ein bisschen ab. Wo ist denn überhaupt der Busbahnhof? Ich war da noch nie hier. Ach, da vorne. So, ach, das nennt sich ja Potsdamer Busbahnhof Postkutschkasten. Oh, da, alter Schwede, hier ist aber was los. Potsdam International hier, das gibt's ja gar nicht. Nach Leipzig, ja, das mache ich. Wie heißt denn du, Lars? Das sieht aus wie Ronny. So, ach ja, Schätzchen. Hi, das Ticket. Ja, hi, Nadine, grüße dich. Ab jetzt nach Leipzig. Sie sind doch mal klein, sie übersieht man ja fast. Mensch, das wäre aber... Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Emma, das wäre wirklich schade. Sie sind hier richtig bei mir, Sie dürfen einsteigen. So. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Amon will nach Sinsheim, sag mal. Da muss ich dich leider enttäuschen. Oh, Verzeihung, das ist gar nicht mein Bus. So sieht's aus, mein Juder. So. Grüezi, bitte Sie. Grüezi. Kommen Sie aus der Schweiz? Danke. Bitteschön. So. Ja, fahren Sie in meiner Richtung. Nach Leipzig, aber natürlich. So. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Das würde ich dir raten. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Aber sowas von, die Elisa, du bist dabei. Wen haben wir hier noch? Das Ticket, bitteschön. Auf geht's. Unbekannt, anonym, das ist aber anrüchig. Grüezi, ist das gültig? Grüezi, ja, noch jemand aus der Schweiz. So, wen haben wir denn hier? Wissen wir nicht. Danke sehr. Bitteschön. Hi, so. Das Ticket, bitteschön. Jawohl. Hello, bitte sehr. Hello, du bist auch dabei. Ich gratuliere. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Da muss ich dich enttäuschen. Genau wie dein Zwillingsbruder bist du hier falsch. Könnten Sie das Ticket stornieren? Das ist gar nicht die richtige Linie. Nee, entschuldige mal bitte, das ist doch wohl nicht meine Aufgabe. Habe ich hier Büro auf dem Chemisett stehen oder was? Junge, rufe bei der Hotline an, da kannst du erstmal 2 Stunden in der Warteschleife verbringen. Die helfen dir dann weiter, so. Hier, machen wir gleich mal bei ihm weiter, du gehörst auch zur Familie. Und du bist hier auch falsch. Ich glaube, sie fahren doch nicht in meine Richtung. Nein, du kannst dich mit deinen Brüdern wieder vereinen. Und ich glaube, es ist der nächste Bus, der fährt in eure Richtung. So. Ist schon okay, ich nehme einen anderen Bus. Ich hab doch nicht mit dir geredet, ich rede mit der jungen Dame neben dir. Hast du keinen Anstand oder was? So, junge Dame, bitteschön. Sie sind hier goldrichtig. Und Sie waren der Letzte im Bunde. Wo ist denn das Schnucki? Ach, es Schnucki ist ausgestiegen. Ach Mensch. Ach, blässerte Schwester. So, Ihnen jetzt gut hier, alles gut soweit. Wunderbar, machen Sie sich erstmal bequem. Ja, hier, ach, Sie haben sich hier den besten Platz gesucht mit dem Tisch. Packen Sie gleich erstmal die Lunchbox aus, aber machen Sie bitte nichts dreckig. Sie dürfen gerne was essen, aber passen Sie bitte ein bisschen auf. Ja, hier der Coole, er ist der Coolste. Jetzt muss ich mich ja eigentlich nochmal hier vorstellen. Ja, guten Tag, Manfred Schuster, Busfahrer, Potsdam-Leipzig, viel Spaß. Dann reiß an die Schrankwand und dann jetzt in die letzte Etappe. So, dann verlassen wir den gastlichen Ort hier wieder. Es war schön in Potsdam. Da stand noch ein Blitzer, den ignorieren wir. Ja, hier sind wir sowieso langsamer als 80. Ehe der Bus hier mal auf Touren kommt. Ja, es war schön in Potsdam. Kann man gerne mal wieder hinfahren. Jetzt geht's weiter nach Leipzig. Das ist unser nächster Halt und das ist unser letzter Halt. Und voraussichtlich kommen wir da in, naja, mein Navi sagt 15.15 Uhr. Oh, hier ist aber kurvig. Ich schätze mal, wir sind ein bisschen eher da. Wie gesagt, Sie fahren hier mit Manfred. Ich bin eine Koryphäe auf dem Gebiet des Busbewegens. So, hier steht es schon dran. Leipzig, sehen Sie, da kann es ja nicht mehr weit sein. So, muss ich jetzt lang hier. Was ist denn das wieder für eine Verkehrsführung? Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, mach mal Platz hier, komm. Was ist denn jetzt kaputt? Alter, ach, Entschuldigung, ich musste doch hier rüber. Hat sich erledigt. Das war mein Fehler. Ach Mensch, das kann ja mal passieren. Also, Fehler passieren ja auch den besten Mal. Schon wieder Angriff der Japaner. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, wissen Sie was, diesmal ignoriere ich das.
Ich lass mich doch nicht hier verhöhne piepeln. Das ist die dritte Kontrolle. Ich hab mir doch nichts zu Schulden kommen lassen und meine Fahrgäste auch nicht. Dieser Polizeistaat hier. Polizeikontrolle fehlgeschlagen, ja, hoffentlich. So, das ist ja ein tägliches Bild auf deutschen Autobahnen, unsere geliebten Baustellen. Sehen Sie hier jemanden arbeiten? Ich sehe hier zwar Baumaschinen, aber ich sehe hier niemanden arbeiten. Das ist wieder typisch deutsche Baustelle. Haufen Steuergelder verschwenden und dann siehst du nie einen arbeiten und nichts wird fertig. So geht das hier über Jahrzehnte. Also die ganze Autobahn hier sieht aus wie Arsch und Friedrich. Und nichts wird fertig, nichts geht vorwärts. Aber Hauptsache immer schöne die Steuergelder einkassieren. Das können sie. Und das gibt Punkte in Flensburg. Wir wurden geblitzt. Deswegen kriegt er noch keine Punkte, Junge. Du kriegst gleich Punkte in deinen Kopf, Junge. Aber volle Breitseite. Bloß weil ich mal geblitzt wurde, will der mir gleich hier Punkte eindrücken. Wer ist denn der Typ? Wissen Sie, solche Korinthenkacker kann ich ja leiden. Bloß weil man mal geblitzt wird, da tun sie so, als hättest du jemanden umgebracht. Und selber wahrscheinlich hier das Punkteregister schon voll und bloß noch mit dem Fahrrad unterwegs. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben unsere Zielstadt Leipzig soeben erreicht. Jetzt befinden wir uns noch auf dem Weg zum Hauptbahnhof, da wo unser Fernbusterminal ist. Und dann haben sie es geschafft, dann können sie mit dem Tag anfangen, was sie wollen. Wenn sie jetzt natürlich noch auf eine andere Busverbindung warten, dann wird die Wartezeit ein bisschen länger, denn wir sind... Uiuiui. Wir sind eine Jutestunde eher da, als wir eigentlich hätten da sein sollen. So ist das halt, wenn sie mit Manfred fahren. Ja, der Name steht für Qualität. Naja, auf jeden Fall für Pünktlichkeit, für Überpünktlichkeit. So, wir haben es 14.21 Uhr. In wenigen Minuten erreichen wir das Fernbusterminal. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei Ihnen, dass Sie sich für das Unternehmen mit den grünen Bussen entschieden haben. Und wir würden uns freuen, Sie gerne als Fahrgäste wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Manfred Schuster. Komm, fahr da mal, Junge. Zeit ist Geld. So, was mich aber wundert, ist, dass wir immer noch hier an die alte Bushaltestelle ran rotieren müssen. Weil eigentlich hat Leipzig ein nagelneues Busterminal, aber anscheinend darf unser Unternehmen das hier mal wieder nicht nutzen. Müssen wir wahrscheinlich erst ein paar Millionen mehr verdienen, dass wir da hier Geld abdrücken müssen. So, aber wir haben unser Ziel erreicht. Sind Sie schon da? Ja, natürlich sind wir schon da. Sie fahren mit dem Manfred. Was haben Sie denn erwartet? Dass wir 2 Stunden zu spät kommen? Na, da müssen Sie mit der Deutschen Bahn fahren. Dann gebe ich Ihnen natürlich noch Ihr Gepäck raus. Bitteschön. Und dann haben wir es geschafft. Sind Sie da? Ja, gucken Sie, Leipzig. Da vorne ist der Hauptbahnhof. Also wer jetzt zum Zug muss oder möchte, da vorne ist der Bahnhof. Sie können auch mit der Straßenbahn fahren, das geht auch. Oder Sie gehen da hoch ins Uni-Hochhaus. Da gibt es auch ein Restaurant, da können Sie mal schön was essen gehen. Und ansonsten würde ich mich freuen, Sie alle hier demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht fahren wir zurück nach Potsdam oder nach Hamburg. Wer weiß das schon. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Mitfahren und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Schuster. Der Busfahrer Ihres Vertrauens. So. Willkommen beim Ronny Simulator 2020. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kann man sich nicht ausdenken.